Guten Tag, herzlich willkommen bei The German Quest. Nenne mir deinen Namen. Mein Name ist Helmut Gerz. Position? Ich bin CDO, also Chief Digital Officer der DRK Gesundheit. Bitte beende die folgenden Sätze. Deutschland ist ein Innovationsstandort, weil... Die Politik die erforderlichen Rahmenbedingungen für einen globalen Wettbewerb erkennt. Die Herausforderung der digitalen Transformation ist... Aus meiner Sicht ganz eindeutig der Mensch. Veränderungen sind... Chancen. Das braucht ein guter CDO heute. Durchhaltevermögen und Überzeugungskraft. Entscheiden Sie schnell. Vollmilch oder Hafermilch? Hafermilch. LinkedIn, Twitter oder TikTok? LinkedIn. Fußball oder Formel 1? Auch da klar, Fußball. Apple oder Microsoft? Microsoft. Beatles oder Rolling Stones? Rolling Stones. Vielen Dank, Helmut Gerhards. Ihre persönliche Moderation wird jetzt für Sie konfiguriert. Hallo Helmut, ich bin Eva. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Eva. Ich freue mich auch richtig aufs heutige Interview. Du bist 2016 in Deutschland als erster CDO in einer Krankenkasse in die Geschäftsführung berufen worden. Viel passiert seither. Gerade was die Digitalisierung betrifft, aber eben auch das Gesundheitswesen in Deutschland. Wie war es denn bisher für dich? Wenn ich einen Begriff dafür finden möchte, dann ist es gut beschrieben mit Pionierarbeit. Vor gut 5,5 Jahren standen wir natürlich, kommend aus einer analogen Welt, vor der Aufgabe, wie gehen wir rein in die Digitalisierung unserer Prozesse. Und wir haben ja dann relativ schnell festgestellt, nicht nur die Prozesse spielen eine Rolle, da gibt es ja auch, ich sag mal, eindeutige Zitate, wenn man eben einen Mistprozess, ich übersetze das mal ein bisschen abgemildert, digitalisiert, hat man eben digitalen Mistprozess. Und insofern stellt sich eben auch sehr schnell für uns die Frage, was ist denn eigentlich User Experience? Wie kommt die Kundenperspektive hier zum Tragen? Und wenn man diese Fragen stellt, dann ist man natürlich schnell dabei, festzustellen, dass ein Unternehmen doch ein Stück weit anders sich horizontal aufstellen muss, siloübergreifend, sektorenübergreifend aufgestellt werden muss. Und das gilt natürlich gerade fürs Gesundheitswesen, weil in Deutschland sind im Gesundheitswesen natürlich Silos gewachsen. Silos entstanden. Und für uns intern war natürlich spannend die Frage, wie geht man jetzt eigentlich in so eine Transformation? Wie nimmt man die Mitarbeiter mit? Welche Rolle haben die Mitarbeiter? Welche Rolle haben die Führungskräfte? Wie baut man so einen Inkubator auf? Wie funktioniert ein gutes Ambassadormodell? Und eigentlich kann ich so umschreiben, eigentlich aus einem sicheren und bekannten Umfeld rein in ein Experimentierfeld. Das wäre so für mich das Fazit. Aber total spannende Zeit möchte ich um nichts in der Welt missen. Digitalisierung ist also auch für dich bei der DAK Realität geworden. Nenn mal ein paar Zahlen. Wie stieg insgesamt die Nutzungsfrequenz digitaler Angebote bei euch? Ich weiß das eigentlich ziemlich genau wie heute. Es war Anfang März, dass eben die ersten Einschränkungen stattfanden. Ja, wir waren natürlich alle total verunsichert, unsere Kunden auch. Wir haben also 5,6 Millionen Kunden in Deutschland, Bürger, die sich natürlich dann um ihre Gesundheit sorgten. Und das, was wir damals gemacht haben, sofort Corona-Tipps, Corona-Hilfen, Corona-Informationen auf unsere Website eingestellt. Und wir haben also festgestellt, dass unsere App und auch die Website, aber auch unsere Online-Filiale teilweise wirklich im Monat über 300%, also dreifache Nutzerfrequenz gestiegen. Teilweise hatten wir eben Peaks, das waren dann auch 700%, also siebenfach. Und wir hatten vorher schon keine kleinen Frequenzen auf unseren digitalen Touchpoints. Also insofern war das schon sehr lehrreich. Wie geht man damit um? Es war aber auch eine Herausforderung, taggleichen Content einzustellen, Services immer wieder entsprechend schnell zu, nicht nur zu entwickeln, sondern eben auch, ich sag mal, in Produktion zu bringen. Wir haben teilweise im 3-Tage-Rhythmus deployed. Und insofern auch da viel Erfahrung sammeln können und sammeln dürfen. Und natürlich war seinerzeit mit Corona auch bei uns das Thema Einschränkung der persönlichen Kontakte. Wir mussten unseren Kunden eigentlich dann sehr, sehr schnell, ich sag mal, Ersatz organisieren. Und dieser Ersatz ist natürlich bei uns die entsprechende Online-Filiale und unsere Service-App. Und wir haben mittlerweile etwa 1,2 Millionen Kunden in der Online-Filiale. Und da sind wir jetzt besonders stolz drauf, weil davon circa
300.000 Kunden, die die Online-Filiale einmal im Monat nutzen. Also insofern, auch das ist ja durchaus spannend zu sehen, dass sich unsere Patienten und Bürger letztendlich dann auch an solche digitalen Kontaktmöglichkeiten gewöhnen oder, man kann es sogar noch besser sagen, sie auch lieb gewinnen. Und es spart natürlich auf der anderen Seite auch Zeit, Geld. Es verbessert ein Stück weit Lebensqualität. Also insofern war das Thema Corona für die Digitalisierung durchaus ein Treiber. Spannend wird natürlich jetzt aber auch sein, wie geht es weiter, welche Lehren ziehen wir daraus? Trotzdem geht es vielen gerade im Gesundheitswesen nicht schnell genug. Der häufige Vorwurf: Die Prozesse im Gesundheitswesen sind zu langwierig. Stimmt das? Liegt es vielleicht sogar am Narrativ Good Old Germany? Wehren sich Behörden, ÄrztInnen, EntscheidungsträgerInnen vor schneller digitaler Entwicklung? Wieso geht es im Gesundheitswesen schleppend voran? Oder kommt das den Leuten nur so vor? Es gibt ja auch durchaus Studien, die belegen, dass Deutschland momentan in Europa auf dem vorletzten Platz liegt, wenn es um Digitalisierung im Gesundheitswesen und insbesondere natürlich ums Digitalisieren geht. Das heißt also, es gibt faktische Begründungen und Herleitungen und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine subjektive Wahrnehmung, weil wir natürlich in Deutschland auch immer wieder den Hang haben, Good Old Germany ist das eine, German Angst ist das andere, dass wir in Deutschland natürlich, ich sag mal, immer die Neigung haben, eher aus der Risikobrille drauf zu gucken, sozusagen, was alles passieren kann, ja, mit dem Ja-Aber, als vielleicht auf der anderen Seite zu sehen, was kann man denn eigentlich Gutes bewerkstelligen. Und da gibt es sicherlich dann auch verschiedene Herleitungen. Welche zum Beispiel? Das Thema Interoralität ist natürlich eine spannende Frage. Wenn wir uns alleine vor Augen führen, dass wir in Deutschland etwa 250.000 Ärzte haben, 2.000 Krankenhäuser, 1,3 Millionen sonstige Leistungserbringer, die sind alle mit gewachsenen Strukturen da. Also 2.000 Krankenhäuser, da kann man eigentlich immer davon ausgehen, das sind nur 2.000 IT-Systeme. Und dort jetzt auf den Standard zu schwenken, zu sagen, wie können wir diese Sektoren übergreifen? Weil wenn wir über digitale Versorgung sprechen, dann ist das eben ein sehr komplexes Gebilde. Ja, ich habe dann vielleicht einen Arzt, der verordnet auf der einen Seite ein Medikament, auf der anderen Seite sagt, ja, aber pass mal auf, du musst auch ins Krankenhaus angewiesen werden. Der Krankenhausarzt wäre natürlich dankbar, wenn er dann schon bestimmte Basisinformationen aus so einer Behandlung, Vorbehandlung, aus so einer Art Historie mitbekommt. Und aus dem Krankenhaus raus geht es natürlich dann wieder weiter, vielleicht in der Anschluss Behandlung oder ich sag mal zur Physiotherapie nach einer Operation oder was auch immer. Und diese Verbindung, ja, diese Informationen auf einer sogenannten Patient Journey zu legen, dann geht es um das Thema Governance-Strukturen, auch ein total wichtiger Punkt. Ich komme heute Morgen aus einer Pressekonferenz mit der Ärztezeitung auf der einen Seite und mit uns als DRK. Wir haben eine gemeinsame Studie, machen wir einmal im Jahr, zum Thema Digitalisierungsreport. Wir befragen dann mehrere 100 Ärzte mit Partnern. Und die Erkenntnis daraus ist, dass zum Beispiel die Digital Readiness in Deutschland nicht vorhanden ist. Es nützt ja nichts, wenn ich unserem Kunden sage, nutzt doch bitte mal unsere elektronische Patientenakte, wenn auf der anderen Seite die Infrastruktur bei den Ärzten als Beispiel gar nicht vorhanden ist, ja, oder nur in Teilen vorhanden ist. Und dieses ganzheitliche Denken, auch diese Kommunikation darüber, dass wir auch Ärzte, auch Arzthelferinnen, also Arztpraxen, ein Stück weit qualifizieren müssen, wie funktionieren denn diese Anwendungen? Bis hin natürlich zur Tatsache, dass wir auch unseren Kundinnen und Kunden, den Patienten sagen müssen, wie funktionieren denn eure digitalen Anwendungen? Das braucht Zeit, das ist durchaus, ich sag mal, eine Mammutaufgabe und dafür braucht es übergeordnetes Vorgehensmodell und das existiert heute nur bedingt. Und insofern sind das durchaus zwei prominente Gründe. Was immer auch diskutiert wird, ist natürlich das Thema Datenschutz. Auch hier muss man natürlich schauen, Datenschutz ist ein sehr, sehr hohes Gut in Deutschland und ich glaube auch einzigartig in Europa. Wir haben den Datenschutz im Sozialrecht nochmal separat verankert und abgesichert. Das hat sonst kein Land in Europa. Das ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Ja, auf der einen Seite ist es gut und ich sag mal, man kann es befürworten. Auf der anderen Seite fehlt uns natürlich jetzt momentan ein Stück weit oder fällt uns auf die Füße, weil wir natürlich damit ein Stück weit auch die Interoperabilität unterlaufen. Auf der anderen Seite natürlich auch Funktionalitäten, auch im Sinne von guter, sinnvoller Datennutzung aktuell unterbinden. Und ich glaube, da muss man ebenfalls drüber nachdenken, wie könnte sowas dann zukünftig anders aussehen. Vielleicht geht es aber auch in Deutschland aus einem bestimmten Grund langsamer. Wenn ich die Zahlen bei der DAK anschaue, 5,8 Millionen KundInnen,
davon 2,5 Millionen RentnerInnen. Das kann man eigentlich gut auf ganz Deutschland übertragen. Das Land wird eben immer älter. Sind wir vielleicht einfach schon ein bisschen zu alt, um die schnellere Digitalisierung zu verkraften? Ja, ist auch eine total spannende Frage, weil da gucken wir natürlich auch ins eigene Unternehmen rein. Und ich sagte ja, wie holt man wirklich Menschen im Kontext der Digitalisierung ab? Sind wir zu alt? Grundsätzlich in Deutschland zu alt. Ja, wir haben etwa 2,5 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Wenn wir die entsprechenden Statistiken anschauen, dann können wir nicht mal bestätigen, dass es wirklich so ist, dass, ich sag mal so, die sogenannten Silver Surfer oder die Golden Agers, dass die entsprechend weniger aktiv im Internet unterwegs sind. Ganz im Gegenteil. Also insofern haben wir oftmals an der Stelle auch nicht wirklich die Probleme, das zu vermitteln. Und ich glaube, man muss dieses Thema ganzheitlich in Deutschland anpacken. Das machen andere europäische Länder uns vor. Man beginnt mit diesen Themen letztendlich wirklich schon früh in der Schule. Das geht ja in der Tat dann darum, wie wird denn dieses Leben zukünftig funktionieren? Und vielleicht nur mal so einen Blick nach vorne. Auch gerade, wenn ich dann über ältere Menschen rede und wie könnten die in den Genuss von digitalen Anwendungen kommen? Wir gehen immer mehr in den Bereich der Sprachsteuerung. Ja, die Sprachsteuerung wird kommen. Das ist für mich ganz festgesetztes Feature. Und ich gehe auch davon aus, zumindest sind so die Prognosen sind angelegt, dass auch die Smartphones erkennbar irgendwann ihren Zenit erreichen. Das heißt also für mich eigentlich übersetzt, Smartphones verschwinden. Wir werden Situationen haben oder auf Situationen zulaufen, wo eben wirklich auch unsere Seniorinnen und Senioren einfach über Sprachsteuerung sagen können, was sie denn momentan für ein Problem oder für einen Service haben wollen. Und ich glaube, das ist die Zukunft. In deiner LinkedIn-Info steht, man kann nur so viel Digitalisierung in ein Unternehmen einsteuern, wie der digitale Reifegrad über alle Dimensionen es zulässt. Wie meinst du das konkret? Also dazu muss ich kurz herleiten. Wir haben 7 Digitalisierungsdimensionen, die wir entsprechend gleichmäßig nachvollziehen. Ich mache das mal als ein Beispiel dingfest. Es würde mir nichts nutzen, wenn ich im Endeffekt wirklich tolle Mitarbeiter mit einem, ich sag mal, agilen Mindset, mit einem agilen Skill habe, die entsprechend auch gerne im 3-Wochen-Sprint digitale Produkte bauen möchten. Wenn ich auf der anderen Seite gar keine Technologie dahinter habe, diese Services auszuspielen. Das heißt also, Technik muss ein Stück weit natürlich dann auch als Rahmenbedingung mit funktionieren. Und das gilt gleichermaßen für Kundenbeziehungen. Wenn ich dann sage, ich habe also prima digitale Produkte gebaut, ich habe auch die Technologie dazu, aber ich habe letztendlich die Kundenbeziehung nicht. Das heißt, mein Kunde hat gar keine Information darüber, dass wir zum Beispiel diese digitalen Touchpoints wie eine Service-App, wie eine Online-Filiale anbieten. Dann ist es mindestens genauso schwierig. Man muss alle Dimensionen einer Digitalisierung als Unternehmen betrachten. Man muss sie gleichmäßig hochfahren. Und wenn Sie, ich sag mal, einen geringen Reifegrad haben in der Belegschaft über den Kenntnisgrad digitaler Produkte, über den Kenntnisgrad, wie funktioniert agiles Arbeiten, dann macht es natürlich gar keinen Sinn zu sagen, ich habe aber die tollste Technologie, investiere da wie ein Weltmeister und umgekehrt genauso wenig. Ja, also es muss immer im Gleichklang laufen, sonst haben Sie an irgendeiner Stelle ein riesiges Loch, dieses Modell greift nicht ineinander. Du sagtest es vorhin selbst, Datenschutz ist und bleibt in Deutschland ein sensibles Thema. Nervt Datenschutz? Oder ist es vielleicht sogar ein notwendiger Future-Skill für Deutschland? Ja, auch eine total spannende Thematik. Und Datenschutz wird natürlich an vielen Stellen, ich sag mal, als Bremser hingestellt. Ich sehe es ähnlich, dass es eher ein Future-Skill ist, dass es auch ein Wettbewerbsfaktor ist. Es ist eine Wettbewerbsdifferenzierung, damit man nicht nur auf Deutschland gucken, sondern auf Europa gucken. Wenn wir global, wir befinden uns im globalen Wettbewerb, ja, wenn wir global betrachten, dann haben wir letztendlich wirklich ein westliches und ein östlich geprägtes Datenmodell. Das eine ist sehr stark industriegetrieben, das andere ist sehr stark staatsgetrieben. Und ich glaube, Europa, global betrachtet, hat eigentlich nur die Chance, also wir können nicht das eine oder das andere machen, sondern hat nur die Chance zu sagen, okay, wir müssen über eine personenbezogene, über eine Souveränitätsregel das Thema darstellen, sodass also wirklich Bürger in Europa selber entscheiden können und dürfen, wem geben sie wofür die Daten. Und mit so einem Souveränitätsansatz, also auch der klassischen Bürgersouveränität, die auch die politischen Parteien verfolgen, glaube ich, sind wir
gut aufgestellt, weil dann kann jeder ruhigen Gewissens entscheiden, jo, das hätte ich ganz gerne, das mache ich nicht. Und ich kann auch morgen loslaufen an einer Plakatsäule meinen Namen, meinen Vornamen und auch gerne meine Bankverbindungen dran schreiben. Das muss ich selber wissen, ob ich es dann mache. Also insofern, ich habe natürlich für meine Daten immer die Verantwortung, aber natürlich auch das Gestaltungsrecht. Das vorweggeschickt heißt also, ich sehe für Deutschland eingebettet in Europa wirklich auch eine Chance, Sozialdatenschutz und Datenschutz als wettbewerbsdifferenzierenden Faktor darzustellen. Und wenn man das jetzt mal auf Industrie überträgt, dann wissen Sie oder sehen Sie auch letztlich, dass zum Beispiel Europa momentan an Initiativen arbeitet, so eine Art souveränes Cloud-System, eine Gaia-X-Initiative mit europäischen Staaten, nämlich im Zusammenschluss zu entwickeln, zu bauen. Und das ist für mich auch ein, ich sag mal, vernünftiger und richtiger Ansatz. Wenn wir dann die Schattenseite mal kurz beleuchten, ja, dann ist es natürlich in der Tat auch so, dass wir uns dann auch bewegen müssen in einem einheitlichen Regelungskontext europäischer Normen. Und das machen wir in Deutschland momentan eben nicht. Wir haben in Deutschland momentan eine Bundesbehörde, wir haben 16 Landesbehörden, wir haben unterschiedliche Interpretationen von Datenschutz und insofern braucht es da aus meiner Sicht dringend eine Harmonisierung. Wir müssen für uns auch überlegen, ist eine weitere doppelte Abstufung, eine weitere doppelte Absicherung des Datenschutzes auch im Sozialdatenschutz noch sinnvoll, weil teilweise steht sie natürlich auch konträr zu dem, was eben unser europäisches Umfeld macht. Und in Europa existiert eine Datenschutznorm, das ist die Datenschutzgrundverordnung, die ist im Mai 2018 in Kraft getreten und das muss eigentlich die Norm sein, nach der man entsprechend Regelwerke in den europäischen Staaten gestalten sollte. Und dann klappt das meines Erachtens auch sehr gut nachher mit dem europäischen Datenraum und mit der europäischen Interoperabilität, weil wir werden natürlich auch in der Gesundheitsversorgung nicht Halt machen an der bundesdeutschen Grenze, sondern natürlich haben auch Kunden, die vielleicht im Ausland gerade urlauben oder vielleicht auch verzogen sind und dort im Zweifel medizinische Hilfe brauchen. Und es wäre natürlich nicht erklärbar, wenn wir dann eine elektronische Patientenakte haben und die funktioniert Ende des Weges dann nur in Deutschland. Das wird keinen Sinn machen. Wo findet man im Netz denn deine Daten? Auf Instagram zum Beispiel nicht? Da habe ich dich nicht gefunden. Was ist dein soziales Medium? Wo vernetzt du dich und wo postest du? Zu finden bin ich eigentlich über zwei große Netzwerke im Social-Media-Bereich. Das sind Xing und LinkedIn. Das sind eigentlich auch genau die Netzwerkstrukturen, wo auf der einen Seite Communities entstehen. Da gibt es dann eben auch unterschiedlichste, ich sag mal, Strukturen. Hamburger IT Executive Club ist zum Beispiel so eine Initiative, wo man natürlich auch hier persönlich dann auch sehr aktiv bin. Bei Instagram bin ich aber nicht mehr, aber das hat dann auch mehr einen Grund, dass ich doch nicht wirklich den Mehrwert gesehen habe, sondern sehr, sehr häufig einfach nur überschüttet wurde mit Anfragen. Und das ist natürlich dann irgendwann auch nicht mehr wirklich bewältigbar. Insofern habe ich aber, glaube ich, an der Stelle unterschiedlichste Kanäle. Ja, und bei den Messenger-Diensten ist es natürlich gleichermaßen, ja, dass man eigentlich die gängigen hat. Ich habe nur eine Zeit Telegram, habe es dann eben auch eher aus politischen Gründen wieder abgewählt. Und ansonsten ist also der gängige momentan aus Sicherheitsgründen halt Streamer. Und insofern passt das, glaube ich, aus meiner Sicht momentan zumindest ist der Fit für mich in dem Kontext ganz gut. Und was ist deine ID? Was ist dein Credo? Was treibt dich an? Ich kann und habe genug Fantasie, dass ich einfach sehe, welche Kraft Digitalisierung entfalten kann. Und die würde ich ganz gerne heben. Und der zweite Punkt ist, dass auf der anderen Seite Digitalisierung auch die Versorgung verbessern kann. Und da gibt es viele, viele Beispiele mittlerweile, wo man einfach sagt, wir diskutieren ja immer wieder, was passiert mit KI und ist das irgendwie so ein Bedrohungspotenzial? Und in der Regel, wenn ich dann wirklich Vorträge halte, ich fange eigentlich immer mit einer Folie an, dass ich sage, so gucken wir drauf, das sind alles Anwendungen der KI. Die KI ist schon längst hat Einzug gehalten im Gesundheitssystem. Und wenn es nur ein Scan zur Erkennung von Muttermalen ist. Und ja, diese Themen spielen heute omnipräsent eine Rolle. Und ich glaube, Digitalisierung kann Versorgung signifikant verbessern. Und wir haben heute schon viele Kunden, die einfach kommen und sagen, wie ist es denn jetzt eigentlich, wie kann ich mich denn vor Erkrankung schützen? Also ich bin auch davon überzeugt, die Geschäftsmodelle der Krankenversicherung werden sich rapide erweitern, weil ich treffe zunehmend nicht mehr Menschen, die sagen, naja, ich komme zu euch, zur DRK, weil ihr habt die beste Versorgung.
dann muss ich jetzt erstmal krank sein, um das zu erfahren, sondern viele kommen einfach schon mit einem Blickwinkel und sagen, ich sorge bitte dafür, dass ich nicht krank werde. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Und das ist also letztendlich ein Punkt, wo ich sage, den hat es eben vor 10 Jahren nicht wirklich gegeben. Aber aus heutiger Sicht kann man natürlich gerade mit den Gesundheitsdaten wirklich tolle Sachen im Sinne einer Prävention entwickeln. Und wir haben das im Piloten im letzten Jahr skizziert. Da geht es dann um, oder ging es um Prädiabetes, wo man im Endeffekt an bestimmten Vitalparametern erkennen kann, ob dieser Versicherte, diese Versicherte zu 80% Wahrscheinlichkeit eben auch an Diabetes erkranken wird. Ja, und solche Themen sind natürlich total spannend. Und die Versicherten sind super dankbar, dass sie einfach sagen, Gott sei Dank hat mir jetzt einer gerade gezeigt, wie sieht das Ganze denn eigentlich aus? Wie ist es um meine Gesundheit bestellt? Oder was muss ich denn eigentlich machen, damit ich mich einfach gesundheitsbewusst verhalte? Und wenn wir das Ganze jetzt mal übertragen, was bedeutet das zukünftig für zum Beispiel so ein Thema wie stratifizierte Medizin, also auch personalisierte Medizin? Dann haben Sie heute noch, ich sag mal, Verordnung von Medikamenten, ich spreche mal bei Antibiotikum oder Antibiotika, da haben Sie im Endeffekt einen Wirkstoff und der wird eben in unterschiedlichen Dosierungen verabreicht. Ja, ob das jetzt ein Jugendlicher ist, ob der von der persönlichen Veranlagung dieses Antibiotika wirklich gut annimmt, der Körper das sauber verarbeitet oder man vielleicht hätte ein anderes nehmen können. Da bin ich von überzeugt, das wird zukünftig über Datenanalysen sehr schnell feststellbar sein, sodass man also wirklich dem Patienten ganz gezielt sagen kann, das Medikament, das wirkt am besten für dich in folgender Dosierung. Und ich glaube, da kommen wir hin. Und dann bin ich gleich auch bei so einem Thema Medikamentenwechselwirkungscheck. Ja, in Deutschland gibt es immer wieder Dunkelzahlen, mehrere tausend Tote durch Medikamentenwechselwirkungen und die dann Ende des Weges eben auch tödlich verlaufen. Und solche Sachen, da bin ich der Meinung, das dürfen wir uns und wollen wir uns in Deutschland sicherlich auch nicht noch länger leisten, dass Menschen genau deswegen sterben. Ich glaube, da kann man wahnsinnig viel an Guten tun, wenn man Digitalisierung vernünftig und richtig und mit Augenmaß einsetzt. Okay, visioniere in diese Richtung gerne noch weiter. Wo könnte die digitale Reise im Gesundheitswesen in naher Zukunft hingehen? Wir werden schwerpunktmäßig immer mehr personalisierte und individualisierte Angebote sehen. Es gibt ja durchaus auch das Gutachten von dem Professor Gerner zum Thema Digitalisierung in Deutschland. Und dort kommt er zu, aus meiner Sicht, zwei wichtigen Erkenntnissen. Und eine ist, dass dem Bürger eigentlich ein Recht, jetzt muss man genau zuhören, ein Recht zugestanden werden muss, dass Daten, die über ihn in einem entsprechenden Gesundheitssystem existieren, auch zum Wohle seiner Versorgung genutzt werden müssen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das ist zukünftig ein Recht, dann hat man auf der anderen Seite natürlich auch die Überlegung anzustellen, wie müssten wir denn zukünftig mit Gesundheitsdaten umgehen? Und auch da vielleicht ein einfaches Beispiel. Bei Schlaganfallpatienten ist es in der Tat so, es gibt blutverdünnende Mittel und die Patienten haben oftmals einfach nach einer gewissen Zeit den Zustand erreicht, dass sie sagen, ich fühle mich eigentlich wieder fit und setzen diese Medikamente ab. Wenn Sie jetzt letztendlich nur die Medikationsverordnung und Abgabe über eine digitale Anwendung tracken, dann könnten Sie dem Kunden einfach ein Signal setzen. Wir stellen fest, ja, sind die Medikamente nicht mehr verordnet worden oder die entsprechenden Medikamente wurden nicht abgegeben. Wir stellen einfach fest, ist es so? Gibt es dann eine Rückkopplung zum Arzt oder sprich nochmal bitte mit deinem Arzt? Man kann also proaktiv diese Information setzen. Was aber passiert ist momentan, die Informationen, die Daten sind ja irgendwo im Gesundheitssystem verankert. Die gibt's, aber keiner nutzt wirklich diesen wichtigen, lebensrettenden Sachverhalt, um dem Bürger, dem Patienten, dem Versicherten zu sagen, es wäre jetzt total hilfreich, wenn du wirklich diese Medikation weiternimmst, weil ansonsten, guck mal hier, das sind die Statistikzahlen, ja, droht eigentlich ein zweiter Schlaganfall, der endet vielleicht dann im Rollstuhl oder vielleicht sogar tödlich. Und solche Themen, glaube ich, da müssen wir drüber nachdenken, welche Chancen bietet hier Digitalisierung? Und wenn ich nach vorne schaue, dann sehe ich also sehr deutlich personalisierte und individualisierte Angebote. Die werden die Lebensqualität erhöhen und auf der anderen Seite auch den Gesundheitszustand verbessern. Und auf der anderen Seite werden wir letztendlich, glaube ich, auch mit Daten zukünftig sehr deutlich sehen, dass Krankheiten vermieden werden können. Also auch dieser Präventivansatz, ich will nicht krank werden, das ist ja eine völlig legitime Motivation und auch eine richtige Motivation. Der wird, glaube ich, über datengetriebene Versorgungsketten sehr stark zunehmen. Warum werden diese Daten nicht ganzheitlich genutzt? Was wäre hier dein Wunsch an die Gesetzgebenden?
Ich würde mir von der Politik wünschen, dass auf der einen Seite eine Modernisierung des Datenschutzes, also so unter dem Stichwort raus aus den 80er Jahren der Volkszählung, da kamen diese Themen hin, auch das Thema der Datensparsamkeit, das passt heute nicht mehr im Kontext zu, ich sag mal, KI-Anwendungen, die letztendlich dann wirklich erst davon profitieren, wenn man eben große Daten hat. Also wir haben da wirklich, ich sag mal, nicht mehr schlüssige Rahmenbedingungen. Und das wäre also so ein besonderer Wunsch. Und wenn wir in diese Bereiche Prävention und Kuration und auf der anderen Seite auch Versorgungsforschung übrigens mal denken, dann ist es enorm wichtig, dass wir letztendlich wirklich auch saubere Daten nutzen können und immer zum Wohle natürlich der Bürger, der Patientinnen und Patienten, aber natürlich in beiderlei Stoßrichtungen. Ja, auf der einen Seite bezogen auf Präventionsansatz und auf der anderen Seite im Bereich der Behandlung. Ich glaube, dass das Wichtige ist, dass der Gesetzgeber erkannt hat, dass man nicht mehr alles bis ins letzte Detail beschreibt, sondern wirklich sich ein Stück weit agil auf den Weg macht. Wenn man dann noch wirklich ein Highlight herausarbeiten möchte, dann wäre es natürlich insbesondere hier das Thema der elektronischen Patientenakte. Wenn wir in Deutschland es verstehen, dass diese elektronische Patientenakte auf der einen Seite Patientensouveränität sichert, Bürgersouveränität sichert und auf der anderen Seite aber letztendlich wirklich eine Datendrehscheibe für die Gesundheitsdatennutzung ist, dann glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg und das muss dann eben nur sauber und vernünftig ausgestattet werden. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich für das Gespräch, Helmut. Sehr gerne. Ich speichere nun deine Daten und erstelle das Abschlussstatement. Digitalisierung kann Leben retten, sagt Helmut Gerhards, Verantwortlicher für die Realisierung der ganzheitlichen digitalen Transformation der DAK. Deshalb wird es in Zukunft immer mehr personenbezogene, individuelle Angebote für BürgerInnen im Gesundheitswesen geben müssen. Denn, so ist er sich mit dem Mediziner und Wissenschaftler Professor Gerlach einig, Menschen haben das Recht darauf, dass ihre Daten, die im Gesundheitssystem existieren, auch zum Wohle ihrer Versorgung genutzt werden. Das Problem? Der deutsche Datenschutz macht die Nutzung dieser Daten oft nicht möglich, verhindert Datenketten zwischen PatientInnen, ÄrztInnen und Krankenhäusern, sogar innerhalb des Landes, aber auch über die Ländergrenzen hinweg. Gerhards wünscht sich daher eine Modernisierung des Datenschutzes im Hinblick auf das Gesundheitswesen. Der lebensrettende Einsatz von KI-Anwendungen ist nicht durch Datensparsamkeit, sondern nur durch den Einsatz großer Datenmengen möglich. Hierfür braucht es dringend einen einheitlichen Regelungskontext europäischer Normen. Nur so können Akten von PatientInnen über Ländergrenzen hinweg genutzt und die Lebensqualität gewährleistet werden. Dennoch oder gerade deshalb sieht Gerhards den Datenschutz auch als wichtigen Future-Skill für Deutschland. Eingebettet in Europa kann das hohe Gut Datenschutz zu einem wichtigen wettbewerbsdifferenzierenden Faktor für Deutschland werden. Notwendig ist dabei nur die Entscheidung, wo ist es wichtig, Daten zu schützen und wo können Daten Leben schützen? Gesundheit, so Gerhards, ist und bleibt bei der Beantwortung dieser Frage sicher die größte Motivation. Soweit von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei The German Quest. Iva out. Das war The German Quest, ein Podcast der Netzwerkplattform und Eventreihe The German Apartment von Fischer Appelt.